Mein Name ist Philipp, ich bin Leon, ich mache meine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung am Standort Asse. Der Industriemechaniker hat verschiedene Schwerpunkte. Hier bei uns jetzt wäre es die Fachrichtung Instandhaltung, zum Beispiel Lager zu ersetzen, so Verbrauchsmaterialien wieder zu ersetzen und instandhalten. In erster Linie fertigen wir hier in der Ausbildung Bauteile für Untertage an. Ja, cool ist natürlich, dass wir ein Bergwerk haben, was eigentlich kein anderes Unternehmen in Deutschland hat. Wir machen so eine Art Abteilungsdurchlauf. Da geht es dann von der Kfz-Werkstatt über den Grubenbetrieb bis zu den Baustoffschlössern überall einmal durch. Und da können wir natürlich unsere Handfertigkeiten in allen Bereichen einmal zeigen. Wie das Feilen oder das Bohren, aber auch die Maschinenarbeit an der Drehmaschine oder Fräse. Was mich auf jeden Fall an der Ausbildung reizt und mich begeistert, ist, dass man im Endeffekt immer ein fertiges Produkt am Ende in den Händen halten kann, nicht nur theoretisch arbeitet. Also die Ausbildungsqualität hier ist hervorragend, würde ich sagen. Also wir lernen wirklich sogar teilweise noch mehr, als im Ausbildungsrahmenlehrplan steht, einfach weil wir das auch für Untertagetätigkeiten dann noch brauchen. Beeindruckend ist die Kameradschaft, kann man es eher nennen. Die Mitarbeiter hier sind alle super freundlich und dieses typische Bergwerk, was man aus der Kohle noch kennt, wir sind Kumpels, das spiegelt sich hier ziemlich gut wider und das fand ich auch ziemlich cool, dieses ganze Untertageleben. Also es ist wie so ein eigenes Leben, so ein eigener Ablauf da unten, man fühlt sich so ein bisschen wie die Ameise im Bau und das ist schon echt cool.